Hitze und kein Regen. Bäume und Flüsse leiden unter Wassermangel. Nach dem Rekordjahr 2018 hat der trockene Sommer 2019 extreme Folgen für das Wasser im Land. Einige Kommunen in NRW melden sogar Trinkwasserknappheit. In Westfalen, im Münsterland und im Sauerland sollen die Bürger Wasser sparen. Rasen sprengen und Pool füllen verboten. Voriges Jahr war es ja irgendwo schon knapp, aber dass das plötzlich so ging, kann ich mir eigentlich im Moment gar nicht vorstellen. Wenn der Verbrauch für Rasen sprengen so hoch ist, dann glaube ich schon, dass das knapp werden kann. Mein ganzer Rasen ist voriges Jahr schon völlig hingewesen, dies Jahr schon wieder. In anderen Teilen des Landes dagegen, wie hier in Bochum, gießen die Behörden im großen Stil Bäume oder rufen die Bürger dazu auf. Wie passt das zusammen? Ein Grund ist die Infrastruktur der Wasserversorger. Im Ruhrgebiet ist sie zum Beispiel besonders gut ausgebaut für Kohle- und Stahlindustrie. Und viele Menschen. Bernd Heinz von den Wasserwerken Westfalen weiß, dass der Verbrauch bei extremen Temperaturen auch extrem ansteigen kann. Und zwar auf das anderthalbfache. Wir hatten im Jahr 2018 einen Spitzentag mit Stundenspitzen dabei, die auch Werte erreicht haben, was wir viele, viele Jahre davor nicht gesehen haben. Aber dennoch war unsere Infrastruktur so gut, das entsprechend alles bereitstellen zu können. Und auch bei der Rekordhitze 2019 gab es im Ruhrgebiet keine Probleme. Bei den Wasserversorgern in ländlichen Regionen ist die Infrastruktur dagegen oft nicht auf extremen Verbrauch in Hitzeperioden ausgelegt. Doch auch die Menge des Grundwassers spielt in manchen Regionen eine Rolle. Wie hier in Kirchhundem im Sauerland. Dort merken die Versorger einen Rückgang des Grundwasserpegels. In der derzeitigen Trockenphase geht es wieder nur bergab mit dem Grundwasservorkommen, weil wir nur entnehmen, aber es wird nichts nachgeliefert. Was fehlt, sind dauerhafte Niederschläge, das, wofür das Sauerland eigentlich mal bekannt war. Die Gemeinde liegt in einem Gebiet, das aufgrund der geologischen Beschaffenheit ärmer an Grundwasser ist. Die grundwasserreichen Regionen finden sich in Ostwestfalen und entlang des Rheins bis in das Münsterland. Aber selbst dort bildet sich pro Jahr weniger Grundwasser neu als üblich. Und das schon seit 2010. Einen echten Grundwassermangel haben wir aber noch nicht. Denn nur etwa 13% des verfügbaren Grundwassers werden deutschlandweit pro Jahr entnommen. Wie sich der Wasserbestand in Zukunft entwickelt, ist nicht generell vorhersagbar. An der Hochschule Ostfalia in Suderburg lernen die Studierenden alles über das komplexe Wechselspiel von Niederschlägen und Bodenbeschaffenheit. Unterschiedliche Klimamodelle sorgen zusätzlich dafür, dass auch die Prognosen unterschiedlich ausfallen. Besonderen Einfluss auf den Wasserkreislauf hat vor allem der Mensch. Mit Beginn der Industrialisierung haben wir das noch einmal beschleunigt, dadurch, dass wir Flächen versiegelt haben, Straßen, Häuser, die Dächer von den Häusern, später Autobahnen, Fabriken, die wir angelegt haben. Und wir haben zusätzlich diese Niederschlagsmengen dann in die Kanalisation geleitet. Und auch dort kommt sie wesentlich schneller dann in den Gewässern an. Und damit nicht im Grundwasser. Im Ruhrgebiet nutzen die Wasserversorger daher zu großen Teilen das Wasser aus der Ruhr. Dass der Fluss immer genügend Wasser führt, dafür sorgen mehrere große Talsperren. Auch direkt aus den Talsperren bekommen Menschen ihr Trinkwasser. Etwa 16% in NRW. Ende 2018 machen uns Bilder wie an der Wieltalsperre im Bergischen Land Sorgen. Nach dem regenlosen Sommer ist der Pegel niedriger als normal. Anstatt im Herbst regnet es erst im Dezember wieder. Die Wetterdaten vom Aggerverband zeigen sogar, dass die Niederschläge seit dem Jahre 2000 besorgniserregend zurückgehen. Von 1.400 Liter pro Quadratmeter auf 1.000 Liter. Das sind 400 Liter pro Quadratmeter, die uns fehlen. In der Talsperre. Und das ist schon eine krasse Reduzierung. Parallel dazu können wir verfolgen, dass die Temperaturen kontinuierlich ansteigen seit 2000. Die Talsperrenbetreiber stellen sich darauf ein. Ein neues Programm verknüpft globale und regionale Wetterdaten. Und soll so Trockenphasen bis zu 5 Monate im Voraus erkennen.
So können sie viel früher als bisher die Abgaben einteilen und wertvolles Wasser zurückhalten. Ich denke, dass in Zukunft auch Landwirte Wasser, Trinkwasser ziehen werden, um ihre Felder zu bewässern. Das ist ein Punkt, den wir auch zukünftig mit bedenken müssen. Noch gibt es keinen grundsätzlichen Anlass zur Sorge. Aber in Zukunft könnte Trinkwasser mancherorts knapper werden. Neben mehr Bewässerung in der Landwirtschaft wird auch in den wärmer werdenden Städten der Verbrauch vermutlich steigen. Und durch Versiegelung und Kanalisierung geht zu viel Wasser verloren. Neue Konzepte müssen her. Die Zeiten ändern sich. Der Klimawandel ist da. Und die Bauern müssen sich anpassen. Aber wie? Wir reisen durch Deutschland und suchen nach neuen Strategien. Wenn wir hier gucken, hier ist gar nichts mehr. Das ist wie Staub. Und es rieselt durch die Hände. Ja, das ist wie im Sandkasten. Ökobauer Martin Suhr aus Brandenburg bekommt in den letzten Jahren zunehmend Schwierigkeiten. Denn Kulturpflanzen wie Weizen und Mais brauchen viel Wasser. Und das fehlt auch hier immer häufiger. Ja, das ist sie. Die mickrige Pflanze, der Kolm. Ja, noch mal aufmachen. Der hat keine Chance mehr, irgendwie ein gescheiter Maiskolm zu werden. Und der Anteil auf diesem Schlag hier vorne sind 50%. Das war's. Der Bauer sucht nach einem Ausweg. Künstliche Bewässerung ist für seinen Anbau keine Möglichkeit. Viel zu teuer. Stattdessen versucht er, den Boden zu verbessern. Unter sein Getreide sät er Gräser. Dieses hier sind die Gräser, die Wurzelmasse machen und dafür sorgen, dass der Boden nicht total verhärtet ist. Hier ist Humus drin. So wollen wir es haben. Wenn es jetzt hier regnet, würde dieser Boden 30 mm schlucken. Ein anderer, wo keine Untersaat wäre, würde das blanke Wasser draufstehen. Darüber hinaus stellt Martin Suhr seinen Betrieb um und baut zunehmend Pflanzen an, wie wir sie sonst eher aus Südeuropa kennen. Wie Sonnenblumen. So wunderschön erkennen, was also eine Sonnenblume auch an Wurzeln macht, wie sie sich also doch noch gut versorgen kann. Eine Getreidepflanze, die hätte hier schon das Zeitliche gesegnet. Das war nicht die Rekordsonnenblume, aber immerhin, davon verspreche ich mir noch was. Eine Umstellung auf widerstandsfähige Arten ist eine Strategie. Eine andere, mehr Technik. Im Rheinland werden Möhren angebaut. Und das wird in den letzten Jahren zunehmend zu einer Herausforderung. Man sieht auch hier ganz deutlich überall diese Riefen in der Oberfläche. Und das ist halt ein stressbedingter Schaden, Trockenheitsschaden. Wassermangel auch beim Möhrenanbau. Und hier ist das ein ganz besonderes Problem. Denn ohne Wasser könnten die Maschinen die Möhren in diesem großen Betrieb gar nicht ernten. Denn dafür muss der Boden weich sein und das Kraut sehr kräftig. Für den Möhrenbauer heißt das künstlich beregnen. Rund um die Uhr. Im Gegensatz zum Ökobauern aus Brandenburg versucht man hier der Dürre mit Technik zu begegnen. Wir haben in diesem Jahr den doppelten bis dreifachen Aufwand für die Beregnung. Und das sind natürlich immense Kosten, die uns da entstehen. Man kann irgendwo rechnen mit 150 Euro pro Gang. Und wenn man bedenkt, dass wir schon jetzt teilweise bis zu 8-mal rüber sind, sind natürlich immense Kosten. Intensive Bewässerung ist teuer. Da Dürreperioden in Zukunft eher zunehmen, könnte sich der Anbau für viele Arten nicht mehr lohnen. Es sei denn, mit Wissenschaft und noch mehr Technik. Wieder zurück im Osten. Auf der Apfelplantage des Potsdamer Leibniz-Instituts
wird die Landwirtschaft der Zukunft erprobt. Mit modernen Messmethoden werden hier die Pflanzen genauestens beobachtet. Baumwuchs, Blattfläche und Blütenzahl. Alles wird exakt bestimmt. Die aufwendige Technik soll vor allem helfen, Wasser zu sparen. Wir fragen den Baum direkt. Der Baum sagt uns, wie viel er braucht. Das hängt am, wie viele Früchte dann tatsächlich pro Baum vorhanden sind. Das hängt aber auch daran, wie viel Blattfläche pro Baum vorhanden ist. Es sind also eine Vielzahl von Faktoren, die man da aufzeichnen und beachten muss. Künftig soll jeder Baum nur so viel Wasser bekommen, wie er wirklich braucht. Denn Wasser wird zunehmend zur Mangelware. Ziel ist die Präzisionslandwirtschaft. Von Ost nach West versuchen sich die Bauern anzupassen. Und die Wissenschaft hilft dabei. Denn eins ist mittlerweile allen klar. Die Zeiten ändern sich. Ha! Erwischt! Wer die Endcard schaut, muss auch abonnieren. Es lohnt sich auch, denn hier gibt es regelmäßig neue Videos. Und ich habe so das Gefühl, die sind was für euch. Also, tut, was ihr nicht lassen könnt.